Ja, der Märzbau von Kurt Schwitters, das ist für mich so das Monument, das die Zäsur anzeigt. Denn wenn wir von D'Annunzio sprechen, von Wagner, dann sieht man, dass der alte Nationalismus immer noch seine Blüten trieb und also alle grandiosen Worte von Gott, Vaterland, Autorität noch ihre Gültigkeit hatten. Durch den Ersten Weltkrieg und durch die dadaistische Revolte ist das alles hinweggefegt. Und Schwitters macht nun eben das Besondere, dass er auf der einen Seite in seinem Werk diese früheren Mythen, Nibelungen, Grotte und so weiter ironisiert, den Krieg auch ironisiert, weil das ja die alten Systeme sind, die bankrott gemacht haben. Und nun kommt eben etwas Neues. 1910 kommt die autonome Kunst. Aber eben eine autonome Kunst, die, auch wenn sie zurückgeführt wird auf Grundfarben, Grundlinien, eben meint, sie sei eine Universalsprache. Und Schwitters baut nun für sich in seinem Haus eben diese Kathedrale des erotischen Elends. Und wenn man die Entwicklung verfolgt, wird die immer reiner, pürer, kristalliner, aus einem anfangs sehr stark chaotischen Gewirr an Abfällen wird das dann also ein absolut pures Modell. Und ist erneut erlebbar als Architekturereignis, als mit Formenenergien geladener Meditationsraum. In der Rekonstruktion, die auf den Zentimeter genau gelang, fehlen die nicht belegbaren, für immer zerstörten Teilelemente. Die Inhalte der Grotten und Höhlen und die für das Gesamtkunstwerk unabdingbare Musik, die Schwitters auf einer Drehorgel erzeugte. Mein Ziel ist das März-Gesamtkunstwerk, das alle Kunstarten zusammenfasst zur künstlerischen Einheit.